So, Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück bei Foundations. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert, allzu viele Infos habe ich nicht gefunden, wie man so eine blöde Brücke baut. Aber ich habe ein bisschen rumprobiert, rumgebastelt und ich habe es tatsächlich hinbekommen. Es ist ein bisschen blöd gemacht, meiner Meinung nach, aber ihr müsst hier irgendwie ans Ufer. So. Das war schon wieder zu weit. Beziehungsweise war nicht so weit. Da kann man die nämlich hier so anpacken und kann die hier so drehen. Und dann dementsprechend eben auch ziehen oder nicht ziehen. Wie gesagt, ich persönlich finde es ein klein wenig hippelig und ja, umständlich. Hätte man durchaus einfacher machen können. So, und schon haben wir unsere Brücke gebaut. Guck an. Wir haben eine Brücke, Freunde. Wir haben eine Brücke. So. Aber ja, ich habe ja gesagt, die Fischerhütte, ne? Die kann man ja auch bauen. Das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall favorisiert. Ja, wir haben einiges freigeschaltet hier mittlerweile. Wir haben die Köhlerei, wir haben die Eisenschmelze. Gott sei Dank können wir bald unsere eigenen Werkzeuge herstellen. Wir haben die Fischerhütte. Was haben wir hier noch? Weizenfarm. Machen wir erstmal die Fischerhütte. Teile des Gebäudes müssen im Wasser stehen. So, da sind die Fische. Dann würde ich sagen, machen wir die Fischerhütte. Direkt hier ans Ufer. Und machen auch hier bauen. Ach so, wir haben ja Pause, ne? Und auf jeden Fall, das hier wird favorisiert. Zack. Weil die Brücke ist nicht so wichtig. Und das Ganze auf schnell. So. Fleißige Bienchen an der, bei der Arbeit. Oh, Holz. Ich habe doch gesagt, hier favorisieren, nicht hier. Na egal. Wurscht. Habe ich eigentlich das hier zum Abholzen markiert? Nee, ne? Na, dann holz den Kappes mal weg hier. So. Muss ich das jetzt auch markieren zum Abbau? Gut, wir werden sehen. So. Holzfäller. Da würde ich sogar fast behaupten, wir bauen hier noch schnell eine Holzfällerhütte hin, oder? Ich habe zwar keine Ahnung, warum die jetzt hier einen Weg hintrampeln. Ach so, siehst du, hier hätte ich vielleicht sagen können, verbotenes Land. Weil keine Ahnung, was sie da unten rumhämmern. Da ist doch gar nichts. Naja. Machen wir irgendwie irgendwas an die Straßen ran. Und dann sieht es aus, als ob es Absicht gewesen wäre. So ist unser Anbau hier fertig, Isa. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier noch mal eine Schatzkammer draus. So, Schatzkammer. Haben wir unsere 1000? Ah, nee.
Das hat sich ja gar nicht gelohnt, das Ding. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Aber irgendwie sieht es gut aus. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da noch... Was soll denn da hinbauen? Und das mit dem Gestrüpp sieht ja schon schön aus, ne? Aber es ist so nervig. Ach, Kinas. Wo ist denn jetzt mal Herrenhaus da? Das blöde Ding. Ach, komm. Oh, dieses scheiß Gestrüpp ist natürlich alles viel einfacher. Müssen wir jetzt so weit raus, damit wir es sehen. Aber wurscht. Ich werde eh noch ein zweites bauen. Ja, was denn los hier? Was denn los? Sterben die oder was? Warum kommen die dann da nicht nach? Wir haben auch keine Bretter mehr. Meine Güte. Obwohl ich da hatte ich drei Stück drin, das weiß ich ganz genau. Ich hab's mir überlegt, eine Holzfällerhütte zu bauen, noch eine weitere. Ich glaube, das werde ich auch machen. Dass dieses Gestrüpp da wegkommt. So, jetzt lass mal die Hose wackeln hier. Auch hier wird ein neues Haus gebaut, ein größeres. Sehr schön, finde ich gut.
Warte auf einen Baumeister. Lohnt sich das, noch eine zweite Baumeisterhütte zu bauen? Ich glaube, Schaden tut's nix, oder? Unsere Bevölkerung explodiert ja förmlich hier. Nee, da muss ich jetzt da drüben langsam kaufen. Dass wir hier noch Wohngebiet machen können. So, dann mache ich mal hier Wohngebiet. Bringt zwar jetzt nicht viel, weil wir noch keine Brücke haben. Aber immerhin, der Anfang ist gemacht. So. Ey, das gefällt mir jetzt nicht. So. Könnte man vielleicht noch eine Brücke? Von hier? So rüber hier. Und ich muss Pause setzen, ne? Klar. Pause, 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 Pause. Was ist jetzt wirklich jedes einzelne Element? Auf Pause setzen? So, und dass die mir jetzt nicht hier alles zu kaputt trampeln? Würde ich jetzt fast behaupten, wir machen hier eine Verbotszone. Dass die jetzt nicht hier so quer durch die Wallerei laufen. Ich hoffe, das funktioniert. Und so wie hier, ne? Dass sie hier in der Mitte rumhämmern, aber hier am Ufer stehen und hämmern von da darüber. Das finde ich dann nicht so schön. So, okay, Holz kommt. Können wir mal langsam, aber sicher. So, hier nochmal drei Baumeister.
das Ganze schneller geht. So, immer noch 5 Arbeitslose. Dann machen wir mal hier jetzt den Bau weiter. Das läuft. Und aktivieren auch mal die Brücke dann hier. So, was ich dann hier die Verbotszone wieder wegbekomme. Wie lange dauert denn das mit der blöden Fischerhütte da? Eieieiei. Die machen es spannend hier. So, Lager. Wir müssen jetzt einlagern. Ich würde sagen, hier dann die Fische rein. So. So, ich muss jetzt vermutlich mal auch hier Abbaugebiet festlegen, ne? Oder? Mal gucken. Ah ne, das macht er scheinbar von alleine. Okay, da muss ich nichts zulegen, das ist gut, das macht er von alleine. Das heißt, da könnte ich ja streng genommen eine zweite nebendran stellen. So, die ist so einigermaßen gleich, passt sogar. Bauen, jetzt machen wir nochmal den Verbotsweg hier. Ich möchte nämlich, dass die, wenn überhaupt, ich glaube, das war jetzt zu nah ran, oder? Ja. Jetzt laufen die nämlich nicht hier irgendwie so quer durch, sondern die laufen jetzt hier schön brav hier hin. Machen mir jetzt da so ein Wegechaos, ne? Sagen,
da sprießen die Hütten. Dann machen wir hier einen Verkaufsstand mit Fisch. So, und der kriegt, aber wir haben keinen Stoff, ne? Fetter. Ne, wir haben keinen Stoff, brauchen aber für die Markisen Stoff. Obwohl, doch, geht, guck mal. So. Gut. Der arbeitet hier fleißig an der Brücke, das ist gut. Das Ding ist auch langsam fertig. Das ist noch pausiert. Aber ich könnte die ja streng genommen abreißen. Komm, ich lasse mal stehen. Ich hätte nur gern die Bäume weg da. Jetzt nicht unbedingt die hier, aber die da. Die hätte ich gerne noch weg. Ach, siehst du, wenn ich das früher auf die Idee gekommen wäre, hier mit den Verbotszonen, dann hätte ich kenne hier wirklich einiges an Wegewirrwarr. mir sparen könne. Vor allem das ärgert mich hier. Das hier. Na ja, gut, machen wir Felder oder irgendwas drauf. So, ich glaube, wir können das jetzt wieder entfernen. So, das hier. Kann ich auch weitgehend mal wegmachen? So. Weil wir brauchen es nur noch hier. Die paar Bäume lasse ich auch noch stehen da hinten. So, das lasse ich mal noch, weil ich Angst habe, dass die dann hier irgendwie rumlaufen.
das Wohngebiet hier, das können wir auch ein Stückchen wegmachen. So, ich will nicht, dass die das so... Rot, oder? So, ich würde sagen, Tagesziel haben wir erreicht. Wir haben Brücke gebaut, jedenfalls angefangen damit. Und wir haben Fischerhütten gebaut. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hinpaddelt. So, die Fischgebiete erschöpfen wohl. Ich hoffe, die wachsen wieder nach. Ja, wir haben jetzt natürlich hier einen extrem hohen Holzverbrauch, ne? Durch die Brücken. Deswegen würde ich sagen, wir beenden die Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange die geht. Ich baue die Brücken fertig und wir sehen uns dann, ja, zur nächsten Folge, ne? Bis dahin, danke fürs Zuschauen, danke für die Geduld und bye bye.